Claudia Roth, die deutsche Bundesvorsitzende von Bündnis 90, die Grünen, war auf Einladung der österreichischen Bundessprecherin der Grünen, Eva Klawiczniak, in Wien, um sich das Fußballspiel Österreich gegen Deutschland anzuschauen. Wir haben ihr drei Fragen gestellt. Ich bin die Sprecherin im Umweltbeirat für die Frauen-WM und bin jetzt offiziell vom DFB benannte Kommissarin oder Beauftragte für Umwelt und Klima. Das heißt, der Deutsche Fußballbund hat wirklich eine hohe gesellschaftspolitische Öffnung gemacht und beschäftigt sich eben auch mit sehr grünen Themen wie Antidiskriminierung, Homophobie, soziale Integration, Integration von Migrantinnen und Migranten im Sport und Umwelt und Klima, was ziemlich Neues. Und ich bin die Offizielle. Das war cool. Also eines ist, glaube ich, unstrittig. Wir brauchen in Europa eine Energiepolitik, die die Rahmenbedingungen viel stärker noch setzt, damit das solare Zeitalter tatsächlich nicht nur eingeläutet werden kann, sondern auch erfolgreich sein wird. Unser erneuerbares Energiengesetz ist tatsächlich ein Hit geworden. Viele, viele Länder haben es übernommen. Aber das reicht nicht aus. Wir brauchen zum Beispiel ein erneuerbares Wärmegesetz. Wir brauchen Energieeffizienz mit einer viel stärkeren Kraft-Wärme-Kopplung. Also erneuerbares Energiengesetz ist ein Baustein hin zu der tatsächlichen Energiewende. Und die läuft nur über die drei E's, also Stärkung der erneuerbaren Energien, viele Potenziale, Wind, Sonne, Wasser, dann über Energieeinsparung, unendlich viele Potenziale im Bereich der Gebäudesanierung, zum Beispiel im Bereich des Verkehrs. Und drittens Energieeffizienz, also zum Beispiel die Kraft-Wärme-Kopplung, wo es noch ganz, ganz, ganz viel Nachholbedarf gibt. Es ist ja sehr richtig, dass man sehr darauf achtet, woher kommt eigentlich der Strom. Und wenn Ökostrom draufsteht, dann darf natürlich kein Atomstrom drin sein. Wir haben auch in Ländern wie Österreich, die ja selber keine Atomkraft haben, dennoch Atomstrom, und zwar ziemlich erheblich, weil wir sozusagen den Strom europaweit auch transportiert bekommen. Selbst wenn wir jetzt in Deutschland ganz aussteigen oder selbst dann, wenn Atomkraftwerke zum hohen Maße stillgelegt sind, wie jetzt in Deutschland, wird über Deutschland auch Atomstrom, zum Beispiel von Frankreich über Deutschland nach in die Schweiz transportiert. Aber es gibt natürlich Anbieter, in Deutschland Lichtblick sehr erfolgreich, die wirklich nachweisen, woher bekommen sie ihren Strom. Es gibt Naturstrom, wo es sehr sicher ist und sehr nachweisbar ist, dass es nicht Atomstrom ist, der da mit reingemixt wird. Und da kann man sich drauf verlassen, weil diese Anbieter, die würden sich ja den Boden unter den Füßen wegziehen, wenn sie ihr Versprechen nicht halten könnten.